Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist 8 Uhr 29. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor und wir haben hier vorne oder hier unten auf dem rechten Bildschirm eine Big Number. Das ist die 15.200er Marke. Die werden wir jetzt erstmal hier platzieren. Der Kurs ist also dichter an der 5.2 als an der 5.3. Und wie immer morgens schauen wir einmal in die Vergangenheit, an den gestrigen Handelstag. Wir hatten hier eine 30er, 31er. Wir handeln ja an blaue Boxen, alle oder jede, die kleiner ist als 30 Punkte. Hier hatten wir eine sehr schöne 14,5er, die dann um 14 Uhr ausgebrochen ist. Und das war es dann gestern mit den Blue Boxen. Wenn wir uns den Markt mal auf 5 Minuten anschauen. Ich wechsle jetzt mal. Dann sehen wir gestern die Trading Range, hier das Tief und hier oben das Hoch. Wir hatten 163 Punkte, das ist okay. 163 Punkte ist also über Durchschnitt von unseren von unserem Segment. Also das passt alles. So, dann gehen wir auf den linken Bildschirm. Das sind die Vola-Boxen. Hier habe ich auch schon relativ klein gemacht. Hier sehen wir reingelaufen, raus. Dann hier unten sehr schön getradet. Und dann am Nachmittag hier sehen wir sehr schön die Boxen immer wieder reingelaufen und wieder verlassen. So sollte es letztendlich auch sein. Wir bleiben direkt bei den Vola-Boxen, weil der eine oder andere möchte natürlich wissen, wo kommt der Markt rein. Wir sehen hier aktuell 15.269 ist die Vola-Box 15.269 aktuell der Forecast. Das kann sich aber immer noch verändern, also eine Garantie hier nicht. 15.269, das heißt, wir schieben das mal hoch. Da, also wie Vola der Markt gestern auch geschlossen hat, da ist die Vola-Box in dem Bereich 9.62. Okay, wir gehen einmal wie immer morgens auch in die großen Zeitebenen, fangen an mit den DAX. Also haben wir eben schon besprochen, sehr ruhig der Markt und gehen dann eine Etage weiter runter. Da habe ich Gold. Gold ist nach wie vor am 200-Tag leitenden Durchschnitt. Hier auf Tagesbasis klebt er. Der liegt bei 17,992 circa. Also hier ist der Deckel erstmal drauf. Dann haben wir Öl. Auch das haben wir schon besprochen. Ist hier in der Zone. Das ist so die Range aktuell. Vom Hoch 66,40 zum Tief 57,69. Die Technologiebörse wirft in unserem Setup ein Short-Setup. Heute Abend, wenn der Markt weiter Druck bekommt hier in Richtung Süden, den würden wir auch morgen dann direkt im Live-Trading-Raum umsetzen. S&P 500 kommt auch eine kleine rote Kerze rein. Ja, wir sehen es hier ein bisschen wieder Erholung. Der Markt steckt ja auch in den Earnings und da sind ja einige große, diese großen Technologiemärkte sind ja schon, haben schon Zahlen geliefert. So, dann gehen wir zu Bitcoin. Bitcoin bei 56 und Ethereum zieht an. Also Ethereum gestern die 3000er Marke geknackt und wir sind bei 3300 in Ethereum. Und auch da sieht man, woher kommt der Markt. Im Juli letzten Jahres, ja, sehen wir, lagen wir bei 232. Jetzt liegen wir bei 3375. Das der Überblick und jetzt warten wir auf unsere Möglichkeit, in ein oder andere Box denn reinzulaufen. Um 9 Uhr macht der Markt ja offiziell in Frankfurt auf und dann schauen wir mal, ob bis dahin der Markt hier unten die Big Number touchiert und wir schon reinkommen oder wir eine Vola-Box oder eine Blue-Box bekommen.
Wir sehen hier eine 14er Box. Wenn die blau werden sollte, die Blue Box, dann würden wir diese auch traden. Ja, Ralf, guten Morgen. Also die ist ja jetzt noch orange. In 3 Minuten. Steffen, guten Morgen. So, und los geht's. 9 Uhr. Links die Vola-Box bei 54 zu 69. 54 zu 69. Das sehen wir auf der linken Bildrand. So, noch sind wir nicht ausgeführt. Das heißt, auch die Damen und Herren, die in Hedge-Auflösung. Jetzt sind wir short in diesem Markt. Das ist also der erste Trade für heute. Links, ich mache das Bild mal ein bisschen größer, Tech Profit liegt bei 42. Schauen wir mal, ob der Kurs hier hinläuft. Der erste Trade ist also heute, 4. Mai, ein Volabox Trade. Ersten Anlauf direkt um 9 Uhr. Die gegenüberliegende Order liegt bei 69. Würde die ausgeführt werden, würden wir auf tatsächlich auf die 15.300 spekulieren, auf diese psychologische Marke hier, die wir schon mehrmals getradet haben. Wir gehen ja immer ab den zweiten, versuchen wir ein bisschen mehr mitzunehmen, wenn es die erste. Und wir sind raus. Das war der erste Trade für unser Videotagebuch. Unsere Reise geht dort weiter. Nach wie vor ungeschlagen in den letzten Jahr komplett und dies Jahr auch. Also, wir machen jetzt im Live-Trading-Raum weiter. Ich wünsche euch allen gute Trades. Wir hören uns dann, wenn ihr Lust habt, morgen wieder. Und im Live-Trading-Raum geht es jetzt weiter mit Box Trading. Wir werden die Vola Box nochmal traden.